kann ich in Super Mario Maker 2 ein schwarzes Loch bauen? Es gibt in Mario Maker 2 den sogenannten Black Hole Glitch, mit dem man einiges an Unsinn anstellen kann. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie dieser Trick funktioniert. Wir müssen dafür zuerst einen Steinblock an eine Schiene hinpacken und diesen dann groß machen. Dann nehmen wir uns einen Greifarm und packen den ebenfalls an die Schiene hin. Jetzt setzen wir einen Hammerbruder in den Greifarm rein und auch den Hammerbruder machen wir groß. Wir spielen das Level und lassen den Greifarm einmal hin und her schwingen. Jetzt machen wir die letzten paar Schritte rückgängig, bis der Steinblock wieder auftaucht. Und jetzt haben wir einen geglitschten Steinblock. Denn diesen können wir jetzt immer wieder an dieselbe Stelle hinkopieren. Und das machen wir so lange, bis wir 50 Stück erreicht haben. Und damit ist unser schwarzes Loch fertig. Wenn wir jetzt da irgendwelche Objekte reinstecken, dann werden die sich seltsam verhalten. Oh nein, die Pfeile drehen komplett durch! Das wohl coolste ist, dass man damit auch solche verrückten Feuerräder bauen kann, was normalerweise gar nicht möglich ist. Ihr seht schon, die Möglichkeiten sind grenzenlos.